Einen wunderschönen guten Nachmittag am Vortag, am Vornachmittag des vierten Advent. Heute für euch alle natürlich am 17. Dezember 2022. Es ist ein großes Privileg, dass ich an diesem Nachmittag hier mal sitzen kann in meiner Wohnung und erst nachher losfahren muss nach Senftenberg zur Vorstellung, die dann auch wieder schön wird. Hoffentlich. Aber es ist natürlich schön, einfach mal den Vormittag, Mittag und Nachmittag hier zu verbringen, gerade in der Weihnachtszeit. Momo hat sich's gemütlich gemacht, fast die ganze Zeit vor dem Kamin, weil es da so schön wohlig warm ist. Und das ist auch verständlich. Denn draußen ist es immer noch kalt, sehr kalt. Aber wie gesagt, es soll ja. Aber wir schweigen darüber. Wir schweigen darüber. Es gibt an diesem Sonnabend natürlich ein Gedicht von Joachim Ringelnatz, der sich auch mit dem Thema Winter beschäftigt hat. Wie so viele. Stille Winterstraße. Es heben sich vernebelt braun die Berge aus dem klaren Weiß. Und aus dem Weiß ragt braun ein Zaun, steht eine Stange wie ein Steiß. Ein Rabe fliegt so schwarz und scharf, wie ihn kein Maler malen darf, wenn er's nicht etwa kann. Ich stapse einsam durch den Schnee. Vielleicht steht links im Busch ein Reh und denkt, dort geht ein Mann. Ich wünsche euch einen guten Abend und morgen einen ganz schönen vierten Advent. Bis dahin. Macht's gut.